Frau Seber vom Gymnasium Schleusingen. Wir sind hier am Wildkobel in Österreich, Neukirchen, das ist unsere Unterkunft. Und wir sind mit einem 11er, 12er Skikurs hier, um Skiunterricht zu haben. Bei uns ist ganz besonders, dass wir als Schule richtigen Skiunterricht anbieten, also wie man das hier von Skilehrern vor Ort kennt. Und wir als Sportlehrer das anbieten, den Elfern und Zwölfern verschiedene Techniken beizubringen und wirklich konzentriert den ganzen Tag von früh bis die letzte Gondel fährt, arbeiten. Es ist natürlich auch eine Schulveranstaltung und wir machen das hier, um auch eine Sportnote zu bekommen. Und wir lernen jetzt die Techniken von den Lehrern und dann, ich weiß nicht, am Ende der Woche oder so, haben wir dann auch ein paar LKs sozusagen auf der Piste und kriegen dann auch Noten. Und cool. Das wird sicherlich sehr spannend sein. Mal eine gute Alternative zu allen anderen Sportarten, die sich ja auswählen können in ihrem breiten Sportwahlprogramm. Und ich glaube, es ist auch so ein kleiner sozialer Faktor dabei, dass sich einige sagen, ja, wir sind gut im Skifahren, wir wollen gemeinsam eine Woche intensiv Sportart betreiben. Und aus Lehrersicht ist es auch eine dankbare Sache, weil die Schüler sehr angestrengt mitarbeiten und wirklich man zu Fortschritten kommt. Wir haben natürlich auch zu Hause in Thüringen Abfahrtshänge und also ich denke an Steinach, der wenigstens 2-3 Pisten bietet, aber es ist noch lange nicht so eine breite Palette an Abfahrtsmöglichkeiten, wie es hier in so einem auch noch relativ kleinen Skigebiet ist. Das übersichtlich ist, wir verlieren hier keine Schüler, weil sie sich verfahren können, aber es hat verschiedene Steilheitsgrade, es hat verschiedene Schwierigkeitsgrade, Tunnelpisten und man kann jedes Niveau bedienen und jeder kann auch Zuwachs in seinen Leistungen erzielen.